Willkommen beim Kanal von Gamer Tim Drake. Es wird Zeit, sich einmal alle Anzüge anzuschauen, die es im Spider-Man-Spiel gibt, beziehungsweise die wir hier auf dieser Seite sehen für die 100%. Das sind 30 Anzüge. Gewisse Anzüge lassen sich freischalten mit einzelnen Rucksackmarken, Wahrheitsmarken, Verbrechensherausforderungen, Kampfherausforderungen. Dazu habe ich ja die einzelnen Videos erstellt. Den ersten Anzug, den wir sehen, der ist im Spiel relativ schnell verfügbar. Und zwar war es ja so, dass der gute alte Spider-Man sich bei einem Kampf sein Kostüm hat beschädigen lassen und er musste ein neues entwickeln. Hier sehen wir das, deutliche Kampfspuren sind zu erkennen, die Oberschenkel sind zerkratzt, die Brust ist leicht sichtbar. Und Peter Parker dachte denn, Mensch, man kann anhand seiner drei Brusthaare, die er hat, Rückschlüsse darauf ziehen, dass es sich halt um Peter Parker handelt. Also wurde es Zeit, einen neuen Zwirn zu nähen. Besondere Anzugskräfte hat dieser Anzug natürlich auch nicht. Der dritte Anzug ist der klassische Anzug, wie wir ihn auch kennen. Die weitere Freischaltung ist die Netzblüte. Also ist immer, wenn wir unseren Fokus erreichen, war die Netzblüte ja die Kraft. Er springt hoch und zerschießt mehrere Netze, die uns gerade bei mehreren Gegnerhorden deutlich mehr Luft lassen. Indem sie erstmal die einzelnen Gegner an die Wände klebt. Der nächste Anzug ist der Noir-Anzug, schaltet auf freie Geräusch der Stille. Hierbei handelt es sich um eine Alternativversion von Spider-Man. Ist ja in mehreren Comics so, dass es Paralleluniversen gibt. Aus dem Jahr 1933 wurde er gebissen, geht äußerst brutal gegen die Vigilanten in New York City vor. Ja, und hat mit unserem Spider-Man nicht viel zu tun. Der vierte Anzug, Scarlet Spider, ist eigentlich der Anzug von dem Ben Reilly, also viele, die die Comics lesen. Es gab mal die große Klonsaga um Spider-Man, wo man gar nicht genau wusste, ist jetzt Peter Parker wirklich Spider-Man oder ist es denn doch eher sein Klon Ben Reilly? Und das ist eigentlich der Anzug von dem Ben Reilly, als er zurückkam nach der großen Klonsaga, um wieder in das Gewand zu ziehen und um sich ein bisschen davon hervorzuheben, war er fortan als Scarlet Spider unterwegs. Der nächste Anzug ist der Spider-Armor-Anzug MK2, kugelsicher. Ja, als Spider-Man nach dem Verlust seines Spinnensinns angeschossen wurde, entwickelte er bei Horizon Labs letztlich eine kugelsichere Variante seines Anzugs. Und das flexible Kleidungsstück gewährt Spidey die volle Bewegungsfreiheit und lässt ein magnetisches Netz oben aus den Handgelenken schießen, das alle Funkfrequenzen blockiert. So auf jeden Fall aus den einzelnen Comics entnommen. Der Secret War Anzug schaltet auch frei Waffenrennen. Secret War, das war eins der großen Abenteuer, und zwar in dem das gesamte Ultimate Universe ein Ende fand und es im eigentlichen Marvel-Universum einen doppelten Spider-Man sogar gab. Und der Peter Parker setzte seine Abenteuer als berühmter Wandkrabbler fort, nun allerdings in globalen Maßstab, während über New York der junge Spider-Man Miles Morales wacht. Der nächste Anzug ist der Stark-Anzug, wie es schon der Name sagt. Stark-Anzug, das ist ein geschmiedeter Anzug oder angefertigter Anzug von dem guten Tony Stark. Schaltet auch frei den Spider-Bow. Ist ein schönes Hologramm, was die Gegner zusätzlich verwirrt. Der nächste Anzug ist der Negativ-Anzug. Wunderschön in Schwarz-Weiß. Schaltet frei die negative Schockwelle. Und erinnert dann doch, hat eine leichte Ähnlichkeit mit unserem Gegner Mr. Negative im Spiel. Dann gibt es noch den elektrisch isolierten Anzug. Schaltet frei den Elektroschlag. Schwarz-Rot steht dem Spider-Man ganz gut. Hat, finde ich, aber bis auf die Augenpartie mit einem Spider-Man-Kostüm nicht wirklich viel gemein. Ja, das Spider-Man-Universum ist recht groß. Es ist ein einzelnes Spider-Verse. Unter anderem gibt es da halt auch den Spider-Punk, der es letztendlich hier mit seinem Anzug ins Spiel geschafft hat, mit der Fähigkeit Rock Out.
die mit dem Fokus, wenn sie aktiviert ist, uns dazu bewegt, mehrere Gegner auch von Gebäuden zu werfen oder den Radius von Spider-Man wegzuhalten. Gibt natürlich auch Spider-Monkey, gibt es im Spider-Universum oder Spider-Ham sogar, den wir letztendlich aus dem neuesten Spider-Man-Film auch kennen. Der Wrestler-Anzug erinnert so ein bisschen an den allerersten Kampf, den er letztendlich gegen den Hogan wahrgenommen hat, wo er sich ein paar Kröten verdient hat. Da fällt letztendlich auch die Entstehungsgeschichte von Spider-Man, da er nach dem Kampf ja letztendlich einen Dieb hat passieren lassen und der war letztendlich derjenige, der seinen Onkel Ben seinerzeit leider getötet hat. Der nächste Anzug, der nackte Angstanzug, auch wieder ja so schwarz-weiß, blau-weiß, ein Vierfachschaden, der ist ganz gut durch die Nanomuskulatur. Können wir dadurch auch gerade diese dicken Klötze im Spiel an Gegnern recht schnell fertig machen. Der nächste Anzug ist der Tarnanzug. Hat einen ja, Zerrfeldprojektor. Sieht ganz nett aus. Ja, hier haben wir auch wieder einen Spider-Armor-Anzug. Platten aus Titanlegierung ist dort der Fokus. Auch wieder in Rot-Schwarz. Fast eher aus wie eine Ritterrüstung. Ja, Spider-Man 2099, alternative Zukunft. Hier handelt es sich eigentlich um Miguel O'Hara, der ein Genetikforscher seinerzeit war. Und der hat sich nachher durch ja, seinen Boss, nachdem er kündigen wollte, Abschiedsdrink eingeholt mit der Droge Rapture. Hat dann versucht, sich zu retten und ist dann durch die DNA zum zukünftigen Spider-Man im Jahr 2099 geworden. Den Iron Spider-Anzug. Ja, hier hat versucht, sich der Tony Stark ein bisschen an Peter Parker anzubiedern. Hat ihm also ein genaues Kostüm entworfen, lässt Kugeln abprallen, tarnt ihn, hört Funkfrequenzen ab, gewährt Spider-Man damit große Vorteile, große Greifarme, die dazukommen. Und ja, letztlich hat Peter den Anzug ausgemustert, als es zu dem Civil War kam. Das nächste ist der Tempoanzug mit dem Fokus Blitz. Damit sind wir deutlich schneller unterwegs. Ist immerhin noch rot-schwarz, die Spinne kann man vorne noch erkennen. Sieht aber doch sehr, ja, Androiden-like aus. Ne? Ich finde, das hat so ein bisschen was von den anderen Anzügen, die wir vorhin schon mal gesehen haben. Spider-Armor-Anzug MK4. Ja, vierte Generation Verteidigungsschild. Ist ganz gut nutzbar, wenn man wirklich in einer kniffligen Situation irgendwie im Spiel mal selber ist und hat den Fokus aufgebaut, kann man recht schnell durchmarschieren, ohne sich große Gedanken zu machen, Schaden tatsächlich zu nehmen. Ich finde den Anzug persönlich auch ganz schick, weil er so wunderschön glänzt. Sieht halt aus wie das klassische Spider-Man-Kostüm, halt nur in hübsch und neu. Ja, Geist-Spider, an welchen anderen Helden der erinnert aus dem Marvel-Universum, ist, glaube ich, recht deutlich durch den brennenden Schädel. Erinnert so ein bisschen an den Ghost Rider. Dann haben wir noch den Spider-Man 2099, den empfohlen schon mal. Einmal im schwarzen Anzug, nun im weißen Anzug mit der Fähigkeit Erschütterungsschlag. Wobei mir das andere 2099 Kostüm deutlich besser gefällt. Weil es halt mehr von Spider-Man in sich trägt. Dann haben wir noch den Vintage-Comic-Buchanzug. Ja, ganz tolle Fähigkeit. Er beleidigt den Stolz seines Gegners. Also es kommen dann recht coole Spidey-Sprüche hervor, wenn man den Fokus aktiviert. Ich finde es im Spiel so schön, weil die realistische oder nachgestellte realistische Welt gerade mit diesem Vintage-Comic-Buchanzug eine ganz eigene Marke verlangt. Letzter Gefechtanzug ist recht spät im Spiel freischaltbar mit dem Fokus unerbittlicher Wut. Die Gegner können deinen Angriff also nicht mehr blocken oder durchbrechen und auch nicht mit Schilden. Das kommt uns dann zum späteren Zeitpunkt ganz gelegen. Den Anzug mit der Unterwäsche, ja. Wer sieht morgens nicht so aus, ne? Braucht man sich eigentlich nur eine Spider-Man-Maske aufsetzen, sieht man quasi genauso aus wie er jetzt.
mein Scherz beiseite. Der Anzug schaltet sich tatsächlich frei, wenn ihr das Spiel einmal komplett durchspielt. Nächster Anzug ist der selbstgemachte Anzug. Den haben wir seinerzeit dafür erhalten, dass wir alle Rucksäcke, die auf der gesamten Map in New York City sichtbar sind, alle eingesammelt haben. Ja, und sieht so aus wie das, ja, selbstgemachte Anzug halt, ne? Das erst entworfene Kostüm, was in Richtung Spider-Man schon durchklingen lässt. Anti-Ock-Anzug, ja. Spezieller Anzug, erinnert an den anderen schwarzen Anzug, den wir haben. Ich möchte jetzt gar nicht so viel zu erzählen, wie der entsteht. Hat auf jeden Fall eine schöne Fähigkeit, nämlich auffüllen. Das heißt, uns einzelne Gadgets, die dann doch recht schnell leer gepumpt sind während eines Kampfes, lassen sich dadurch wieder auffüllen. Den dunklen Anzug, den bekommen wir letztendlich, indem wir die einzelnen Black Cat-Missionen schaffen. Das heißt, im Laufe des Spiels kommen wir auf unsere alte, gute Freundin Black Cat, die an gewissen Stationen ihre Katzen versteckt hat. Und wenn wir alle eingesammelt haben, finden wir ihr Versteck und sie hinterlässt uns als Geschenk den schwarzen Anzug. Haben wir noch den klassischen Netzanzug, der erinnert aus den Spider-Man-Filmen mit Tobey Maguire. Lassen sich auch mit dem Selfie-Modus, der im Spiel integriert ist, recht viele Szenen oder auch Filmplakate, habe ich auch schon Videos gesehen, nachstellen von den damaligen Filmen. Dann haben wir noch den Bombastic Bagman-Anzug, also ne, wer kann da drunter bloß wohl sein, im ja, Fantastic Four-Anzug. Ist auch eine Anspielung vielleicht auf den nächsten Anzug, der auch gleich kommen wird. Der letzte, um den es sich gleich handelt. Schon ganz lustig. Ja, und zum letzten Anzug, dem Future Foundation Anzug, habe ich ja auch schon einiges im Video mal erzählt. Und zwar ist ja Human Torch, oder die menschliche Fackel, bei einem großen Crossover vermutlich vermeintlich gestorben, hatte in einem holographischen Testament seinen letzten Platz an der Fantastic Four an seinen guten Freund Peter Parker überlassen. Die Fantastischen Vier haben sich dann aber umbenannt in die Future Foundation und Spider-Man war eine Zeit lang ein Mitglied dieses Teams. Das war mein allerletztes Video zu Spider-Man. Das heißt, wir haben alle Let's Plays durch, alle Taskmaster-Herausforderungen haben wir geschafft. Wir haben sämtliche Hauptmissionen gesehen. Ihr habt am Anfang die einzelnen Nebenmissionen gesehen, die es alle komplett gibt im Spiel. Mir hat's eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, euch in gewisser Weise auch. Würde mich natürlich über einen Kommentar, ein Like oder auch ein Abo natürlich selbstverständlich freuen. Und die nächsten Projekte können dann kommen. Bis dahin, viel Spaß, euer Gamer Tim Drake.